Live. Füge einen Kommentar. Wie macht man das jetzt? Okay, wir legen jetzt zum ersten Mal der Gloria ein Pferdegeschirr auf, damit die Gloria dann irgendwann auch schon ziehen kann. Das sind also jetzt die ersten Schritte für dieses Einfahren. Genau, also die Gloria, die ist jetzt, wird jetzt am 26. Monat ein Jahr alt. Normal sagt man so, mit 3 Jahren fängst du mit einem Pferd an langsam zu ziehen. Jetzt ist das aber so, die Gloria, die ist schon so ein ganz schönes kleines Pferd und wir sind darüber am Nachdenken, dass die zu mir mal an die Kutsche kommt. Die muss da gar nicht groß ziehen, dass die sich das halt mal angucken kann, wie das läuft und schon in ihre Rolle mitlaufen. Einwächst, genau. Einfach auch aus dem Grund, dass die Dolly hochschwanger ist und an deinem Gespann, Julian, ja sozusagen auf Gloris Platz bald ein anderes Fohlen stehen wird. Genau, und wir dadurch eine logistische Herausforderung hier begegnen. So, und jetzt tun wir einfach mal das Geschirr mal auflegen. So, als wäre es völlig normal, das hätte ich schon 1000 Mal gemacht, Sarah. Ja, nicht so zögerlich. Einfach ganz ruckelig nach vorne treiben. So. Zack. Schon mal ansprechen. Gut. Schön. Zack. So. Rüber. Rein. Ja, das ist ein braves Pferd, ne? Guck mal, wie fein das ist. Die Gloria macht das jetzt zum ersten Mal. Und seht ihr mal, die Gloria ist ein sehr, sehr ruhiges Pferd in dieser Hinsicht. Macht so super. Hier bei diesem Peter kommt auch ein bisschen schwer. Das ist ja ein bisschen. Das ist einfach einmal richtig zu tun. Um zu gucken. Lobender Pferd, schön. Gloria ist ein Profi. Korrekt. Ist oftmals so, dass die Pferde, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber die sind, wenn die das erste Mal hier dran kommen, teilweise richtig stolz, dass, weil die merken, jetzt werden sie auch gebraucht, weißt du? Guck mal hier, die Emma, die jetzt gleich alt ist, die guckt jetzt schon. Was ist das? Was hier los? Julian, sag mal, was man da jetzt sieht. Da wird jetzt das Brustblatt mit dem Silett verbunden über diesen Strang. Das bedeutet, dass hier, dass das Brustblatt bleibt jetzt an dem Pferd sozusagen dran. Das kann nicht mehr so weggezogen werden. Das ist richtig erklärt. Genau, glaube ich. Und der Bauchgurt ist geschlossen. Genau, der Bauchgurt ist schon geschlossen. Oder? Die Sarah macht jetzt gerade hinten die Schweifmetze um den Schweif drumherum. Und die Emma guckt. Guck mal hier. Guck mal. Und wenn ein Pferd Angst hat oder sich der Sache nicht so ganz wohlig ist, das gilt im Übrigen nur für einen Mensch. Ja, dann fängt das an zu lecken. Oder ein Hund. Das gilt für alle Säugetiere. Ja, und da tust du immer befriedigen und stimulieren. Solange er das machen kann, das ist also ein ganz, ganz starker Stressbewältigungsfaktor. Lecken, schnullern, so eine Nuki oder sowas für Kinder. Was haben wir hier für ein Geschirr, Julian? Das ist ein Sealtech-Geschirr, das wurde erfunden vom Meer. Das sind Siele, da am Meer die hohe Luftfeuchtigkeit mit dem Salz ist, oder das Salz viel in der Luft ist, greift das ja diese ganzen Ledergeschirre an. Und deswegen genau. Haben die Leute, die am Meer gewohnt haben, mit Pferden gearbeitet haben, das da erfunden. Genau. Libendium.de. Schön euch zu schauen, ihr macht das souverän. Dankeschön. Du siehst, jetzt fängt das Pferd ein bisschen an zu wippen, nach vorne und nach hinten. Da bleibst du als Mensch quasi ganz cool und spielst das Spiel einen Ticken mit. Ja, und guck mal, die fängt direkt wieder an zu schleckern. Und dadurch habe ich die ruhig. Dadurch kriege ich den Stresslevel von dem Pferd unter Kontrolle. So
bleibt das dann auch. Es ist die Augen, die sind schon gar nicht mehr richtig offen und so. Und hier Körperkontakt wird gesucht, nähen. Ist halt ein ganz junges Pferd noch. Jetzt wird sich zeigen, ob du mit dem Pferd hier, was das später werden wird. Verstehst du? Also du setzt jetzt die Grundlage dafür. Was sagst du? Das hängt noch ein bisschen tief. Hallo, so mal ich die Welt. Aber ich finde auch, damit sehr gut. So mal ich mir die Welt. Sieht besser aus, wie ich mir überhaupt vorgestellt habe. Achtung. Was wir zum Beispiel auch nutzen, ist, dass die Pferde, du kannst ja mal kurz zeigen, die sind gerade alle in der Mittagspause. Das heißt, sie sind eh ein bisschen schläfrig da. Das ist auch gut, kann man sich ja auch zum Vorteil machen. Und dem Pferd im Endeffekt. Ganz genau. Und vor allen Dingen, wir handeln hier nach Instinkt, das habe ich eben noch so gedacht, als das hier losging. Guck, jetzt passiert was dahinter, was nicht so gerne hat, dass die Emma da, an der da rummengt. Jetzt komm mal wieder vor. Komm, ein Schritt, Flori. Ein Schritt. So. Gut, gut. Fein. Eigentlich müssten wir ja heute streichen und so weiter, aber wir folgen jetzt mal wieder so unserem Feeling, weißt du? Und machen das, worauf wir jetzt Bock haben. Und das hier, das ist so elementar wichtig und existenziell wichtig für uns. Ja, passt halt wieder. Mach das auch so. Folge deinem Gefühl. Das Gute ist jetzt, die Ronny hat ja auch ein neues Geschirr. Das heißt, die Emma könnte auch das von der Ronja bekommen. So sieht es aus. Bei einem jungen Pferd? Fragezeichen. Richtig. Die Gloria ist jetzt dann wie alt? Wird in 2 Tagen wird die 1 Jahr, also das ist ein Jährling. Das ist ja normalerweise noch überhaupt gar kein Alter, dass du hier mit dem Pferd hier irgendwas machst. Aber guck mal, da sind wir uns einig, dass mit dem Pferd jetzt nichts schaden, ein Geschirr aufhat. Schritt 1. Ja? Das ist ja was Gutes, was Positives. Warum willst du damit bis in Jahr 3 warten? Kannst du jetzt schon machen. Warum wir jetzt damit anfangen, ist der Tatsache geschuldet, dass die Dolly hochschwanger ist. Wir am Montag hier im Fernsehen bekanntermaßen rechnen und dadurch in der Planung haben, hier unseren Standort zu verlassen und eine Strecke fahren müssen. Guck, jetzt kickt die gleich Event. Nein, nicht mich schmeißen, nicht mich schmeißen. Das ist dein Schluss. Becken erlaubt, beißen verboten. Hast du gerade drauf gehabt, Julian? Kurz, ja. Das war jetzt so ein typisches Beispiel, was dem entspricht, was ich gerade behauptet habe. Das Lenken baut Stress ab, ja. Jetzt hat die Emma hinten angefangen, irgendwie rumzumanipulieren. Das gefällt ihr nicht, hat es gleich geknappt. Ich merke an den Kopf bewegen, das Pferd wird nervöser. Guck, schnapp doch ein bisschen. Ja, du musst immer schön cool bleiben. Alles wichtig, ganz fein. Aber er, sie arbeitet erst, wenn die Wachstumsfugen etc. zu sind, oder? Fragezeichen. Das ist doch ein gewaltiges Risiko, genau. Es vorher zu tun. Genau, wovon du sprichst, das sind die Hypophysen, die entstehen, das sind die weichen Bestandteile zwischen dem Knochenübergang und in den Gelenken. Und die sollten erst, sagen wir mal, bei einem normalen Pferd mit frühestens 3 Jahren überhaupt beansprucht werden. Das ist genau richtig. Also, ich muss mal gerade den Stand noch ein bisschen verraten. So warm in Polen, ja, so warm in Polen, Sarah. So warm in Polen. Grüße aus Kleintimisch. Grüße nach Kleintimisch, okay. Zurück. Weil sonst hängt der Kopf halt hier, wenn ich den jetzt richtig zu. Danke für die Antwort. Gerne. Oben, weißt du? Sag doch mal noch, Papa, mit der Ronja. Also, das ist jetzt. Oder ich kann halt auch erzählen. Genau, erzähl du mal. Ich wollte eine Sache noch sagen.
Aber ich muss der Mama erstmal eine Antwort noch geben. Ich bin mir mal später ein bisschen kürzer, weil sonst hängt das. Kannst du mal kurz sehen, was hier noch ist? Weil hier ist jetzt der Pferd, weil hier geht, das ist die Rolle, das ist der Pferd, was hier. Warte. Ein Sulki-Pferd. Und für die Ronja, die ist im Gespann gestartet, zusammen mit der Elisabeth. Die sind beide, als sie angefangen haben zu ziehen, zweieinhalb gewesen. Weil der ist ja. Und da haben wir ganz lang schon mit einer ganz, ganz leichten Kutsche angefangen. Bin ich dann gefahren und ich würde sagen, das Pferd ist in einem Top-Zustand. Die hat das jetzt alles drauf mit drei und ich denke auch keine Schäden, oder Papa? Also mir ist nichts bekannt. Und ach, woher denn? Dadurch, dass die Kutsche auch sehr leicht war halt. Die Strecken kurz waren, die Intervalle weit genug auseinander waren. Das Training langsam angefangen hat. Die Ruhephasen eingehalten wurden, weißt du? Das sind ja alles Punkte, die sind lebenswichtig. Ne? Wenn du da jetzt draufhältst wie so ein Blöder, kennst ja die Pferde bestimmt, die so einen Rücken haben. Ne? Das liegt meistens einzig und allein daran, dass sich irgendwelche viel zu schweren Menschen viel zu früh auf das Pferd gesetzt haben. Wenn du dann aber langsam machst, ist das gar kein Problem. Und das gilt für das Kutschefahren genauso. Wenn die jetzt hier mitläuft und nicht großartig ziehen muss, vielleicht mal einen Strang auf Spannung bekommt, die einzelnen Fahrkommandos begreifen lernt, die sie ja schon von der Mutter her mit im Blut sozusagen hat, dann ist das erstmal positiv. Und diese schon ihr ganzes Leben lang bei der Mutter miterlebt hat, die laufen ja sozusagen schon neben der Mutter beim Kutschefahren. Die wisst, die Gloria weiß, denke ich, schätze auch, warum sie das anhat und wofür das bei ihrer Mutter zum Beispiel benutzt wird, so ein Paar. Dass das nichts Schlimmes wird. Gloria macht das total gut. Sehr gut macht die das. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Zack, so. Und gut, Gloria. Und ist die Sache vorbei. Jetzt geht mal hier einmal hin. Okay, ja. Guck mal hier, jetzt hier für die Hufschmiede unter euch, das vorne mal ansprechen, ein bisschen, beruhigen, ein schöner, breiter, flankiger Huf, eine super Hufwand, seht ihr das? Kannst du auch später mal richtig gutes Eisen drunter machen, aber das ist noch gar nicht nötig, jetzt müssen wir wieder absetzen, so, ohne dass das Pferd nachzieht. Jetzt kann's los. Das war jetzt genug. Na, jetzt haben wir hier 10 Minuten rumgemanagt. Merkst du ja. Jetzt ist eine Grenze. Beim nächsten Mal kannst du 11 oder 12. Fein. Gut, Leute. Sehr gut. Das war's dann noch wieder. Genau. Okay. Danke. Tschüss.